Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, im Februar 2024 tagte der Finanzausschuss in seiner 58. Sitzung. Beim Tagesordnungspunkt Mittelfristige Finanzplanung setzte der Landesrechnungshofpräsident Bartel zu einer haushaltspolitischen Brandrede an. Im Sitzungsprotokoll findet sich dazu folgende Textstelle. Der Präsident des Landesrechnungshofes legt dar, die mittelfristige Finanzplanung sei realistisch. Er sei dankbar dafür, dass der offene Handlungsbedarf, also finanzielle Deckungslücken, in der mittelfristigen Finanzplanung wieder ausgewiesen sei. Eine Zeit lang habe man diese Zahlen mit der Begründung weggelassen, dass diese die Menschen verunsicherten. Und weiter, der Nachhall falscher Entscheidungen aus der Vergangenheit werde noch lange zu spüren sein. Es gebe ein sehr starkes Missverhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben. Das würde das System relativ schnell an die Überforderung führen. Zitat Ende. Wir halten fest, in den vergangenen Jahren hat die Landesregierung Sachsen-Anhalt mit falschen politischen Weichenstellungen, Stichwort Asyl, Corona und Energiepolitik, in eine haushaltspolitische Krise geführt. Der daraus resultierende Schuldenberg in Höhe von 23 Milliarden Euro muss abgetragen werden. Dazu bedarf es einer tiefgreifenden Umstrukturierung des Haushaltes. Ein erster Blick in den vorliegenden Haushaltsentwurf zeigt jedoch, dass die Koalition dieser Aufgabe offenkundig nicht gewachsen ist. Das war zu befürchten. Statt die dringend notwendige Neuausrichtung des Landeshaushalts entschlossen und tatkräftig voranzubringen, streiten sich CDU, SPD und FDP seit Monaten wie die Kesselflicker. Im August warf FDP-Ministerin Hüskens dem SPD-geführten Sozialministerium vor, dass bislang kaum Sparmaßnahmen getroffen wurden. Außerdem stellte die Ministerin in Bezug auf das Kinderförderungsgesetz zutreffend fest, eine Verbesserung wird weder vom Personal noch von den Menschen im Land wahrgenommen. Zitat Ende. Auf diese Kritik reagierte die Landesvorsitzende Klemann, also der SPD Klemann, wie folgt. Statt in fremden Ressorts zu wildern, sollte sich Ministerin Hüskens lieber auf ihren eigenen Tanzbereich konzentrieren. Ein spürbarer Fortschritt in der Digitalisierung Sachsen-Anhalts ist auch noch nicht bei den Menschen angekommen. Zitat Ende. Die Koalitionspartner stellen sich also wechselseitig und durchaus zutreffend ein vernichtendes Zeugnis aus. Daraufhin versuchte Ministerpräsident Haseloff, die Wogen zu glätten, indem er wahrheitswidrig behauptete, es ist alles in ruhigem Fahrwasser, die Deutschlandkoalition funktioniert. Zitat Ende. Diese Bemühungen des Ministerpräsidenten machte die CDU-Fraktion zunichte, indem sie die Streitigkeiten in einer Pressemitteilung wie folgt kommentierte. Während sich die FDP und die SPD über die finanzpolitische Ausrichtung ganz nach Berliner Vorbild auf öffentlicher Bühne streiten, fordert der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Fraktion Stefan Ruhland wiederholt eine sichtbare Prioritätensetzung bei den Ausgabewünschen aller Ressorts. Zitat Ende. Ruhland forderte wörtlich, es gilt kritisch zu hinterfragen, was können wir uns noch leisten und gehört der Luxus, Elternbeiträge zu subventionieren, dazu. Dazu berichtete die Volksstimme wie folgt, ich zitiere, im Streit um den Doppelplan fordern Finanzpolitiker der CDU ein Ende der Kostenfreiheit in Kindertagesstätten für jüngere Kinder aus Familien in Sachsen-Anhalt. Bislang müssen Eltern nur fürs erste Kind in Krippe, Kindergarten oder Hort Elternbeiträge zahlen. Für das zweite und alle weiteren Kinder übernimmt das Land die Kosten. Zitat Ende. Von dieser familienfeindlichen CDU-Sparmaßnahme wären rund 14.000 kinderreiche Familien in Sachsen-Anhalt betroffen gewesen. Nach massiver Kritik sah sich Ministerpräsident Haseloff dazu gezwungen, die Reißleine zu ziehen. Er rief den CDU-Finanzpolitiker Ruhland zur Raison und stellte sich damit gegen die Forderungen seiner eigenen Fraktion. Wir halten fest, die kostenlose Geschwisterregelung bleibt unangetastet. Das ist gut, richtig und wichtig. Schließlich hat die AfD-Fraktion diese familienfreundliche Maßnahme erfunden. Dazu ja, sicher. Erfunden. Dazu Dazu
Dazu steht in unserem Gesetzesänderungsantrag vom 1. September 2016 mit der Drucksache 7/304 Folgendes zu lesen. Familien mit einem Kindergeldanspruch für zwei oder mehr Kinder, die gleichzeitig in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen gefördert und betreut werden, müssen ab dem 1. Januar 2017 lediglich einen Kostenbeitrag für das älteste, noch nicht schulpflichtige Kind entrichten. Und weiter: Durch die vorgenommene Neuregelung werden kinderreiche Familien entlastet. Damit wird die Alternative für Deutschland ihrem Anspruch als Familienpartei gerecht und nähert sich dem Ziel einer vollständigen Abschaffung der Kita-Gebühren in Sachsen-Anhalt an. Die Entlastung insbesondere berufstätiger Eltern dient zugleich als Ansiedlungsanreiz für kinderreiche deutsche Familien aus anderen Bundesländern. Zitat Ende. Mit anderen Worten, und ich wiederhole es gerne, wir haben die kostenlose Geschwisterregelung bereits im Jahre 2016 gefordert. Wir haben den dafür notwendigen politischen Druck aufgebaut. Daraufhin wurde die Regelung im Jahre 2020 eingeführt. Nun will die CDU diese Regelung wieder abschaffen. Wir wollen, dass die kostenlose Geschwisterregelung erhalten bleibt. Schließlich ist die AfD die einzig wahre Familienpartei. Wie dem auch sei, die Chaoswochen während der Haushaltsplanaufstellung zeigen vor allem eines: Diese Koalition ist mittlerweile völlig zerrüttet. Dieser Koalition fehlt mittlerweile jegliche politische Gestaltungskraft. Einer aktuellen Umfrage zufolge kommen die Koalitionsparteien CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt insgesamt nur noch auf 41%. Die Mehrheit der Bürger im Land hat sich von dieser Landesregierung abgewendet. De facto ist diese Landesregierung mittlerweile eine Minderheitsregierung. Dort, wo sich die Landesregierung zum Sparen durchringen kann, tut sie das auf die denkbar schlechteste Weise. Dazu folgende Beispiele. Erstens, Neueinstellungssperre. Im Vergleich zu anderen Bundesländern leistet sich das Land Sachsen-Anhalt eine exorbitante Personalausstattung. Mittlerweile liegen die Personalkosten bei 5 Milliarden Euro, also rund einem Drittel des Haushaltsvolumens, Tendenz weiter steigend. Dort will die Landesregierung nun Einsparungen vornehmen. Doch anstatt hier, wie von der AfD-Fraktion gefordert, zielgenau den Rotstift anzusetzen, agiert die Koalition mit der Brechstange. Für die Jahre 2025 und 2026 soll eine Einstellungssperre angeordnet werden. In der Folge werden erstens Überstunden geleistet werden müssen, zweitens wird die Umsetzung wichtiger Maßnahmen stagnieren, drittens wird sich unerledigte Arbeit auftürmen und viertens wird dadurch der Stillstand im Land weiter zementiert werden. So weit, so kurzsichtig, so schlecht. Zweites Beispiel: Kürzung der Städtebauförderung. Die von der Landesregierung geplante drastische Kürzung der Ausgaben für die Städtebauförderung wird zu einem beschleunigten Verfall maroder Innenstädte und der öffentlichen Infrastruktur führen. Außerdem werden die Ausgabekürzungen mit Auftragsrückgängen für das regionale Handwerk einhergehen. Anhand dieser Abwärtsspirale lässt sich erneut unschwer erkennen, dass es der Landesregierung an der notwendigen Gestaltungskraft mangelt. Stattdessen wird der Niedergang des Landes verwaltet. Drittens, Mittelkürzung bei der Verkehrserziehung. Die an dieser Stelle geplante Reduzierung der Haushaltsmittel um 2/3 könnte die Verkehrswacht in die Insolvenz führen. Dabei hat Sachsen-Anhalt im Verhältnis zur Bevölkerungszahl bereits jetzt die meisten Verkehrstoten. Zu den Aufgaben der Verkehrswacht gehört es, unseren Kindern das Fahrradfahren beizubringen und ihnen Verkehrsregeln zu vermitteln. Von diesem Training profitieren rund 60.000 Kinder und Jugendliche. Diese kinder- und jugendfeindliche Sparmaßnahme wird die AfD-Fraktion ablehnen. Viertens, verspäteter Haushalt. Aufgrund der zuvor beschriebenen Streitigkeiten zwischen CDU, SPD und FDP während der Haushaltsaufstellung wird die Regierung ohne beschlossenen Etat ins neue Jahr starten. Folglich dürfen in den ersten Monaten nur zwingend notwendige Ausgaben getätigt werden. So kann man natürlich auch Gelder einsparen. Der Schaden für zahlreiche Projekte im Land ist allerdings enorm. Diese Projekte werden unter der Unfähigkeit der regierenden Altparteien leiden. Auch dadurch werden Stillstand und Rückschritt im Land zementiert. Der SPD-Landesvorsitzende und finanzpolitische Sprecher Schmidt versucht, die desaströse Lage schönzureden, indem er sagt, ich zitiere: Ich sehe auch die Probleme, die die Landesregierung in der Haushaltsaufstellung hat
und da geht Qualität vor Zeit, Zitat Ende. Aber Herr Schmidt, Sie haben ja leider gar keine Qualität geliefert, sondern größtenteils Murks. Damit komme ich zum nächsten politischen Trauerspiel, nämlich zur erneuten Ausrufung einer verfassungswidrigen Corona-Notlage für das Jahr 2025. Tatsächlich herrscht aktuell keine Corona-Notlage. Das hat der Kollege Ruhland in der Februarsitzung des Finanzausschusses auch unumwunden eingeräumt. Dort gab Ruhland zu Protokoll, ich zitiere, es gehe nicht mehr darum, die unmittelbaren Auswirkungen der Infektion zu bekämpfen, denn die Pandemie sei bekanntlich beendet. Mit anderen, das ist das Ende des Satzes, das ist das Ende, doch, Punkt. So, mit anderen Worten, dann lesen Sie es nach. Mit anderen Worten, die finanzpolitische Karre steckt bereits so tief im Dreck, dass nun auch für das kommende Jahr eine Corona-Notlage herbeifabuliert werden muss. Sie muss herbeifabuliert werden, weil sich die Koalition außerstande sieht, Kernaufgaben des Landes auch im Kernhaushalt abzubilden, ohne dabei die Schuldenbremse zu brechen. Vor allem für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Heuer ist dieser politische Offenbarungseid Hochnot peinlich. Schließlich hatte die Mitteldeutsche Zeitung bereits im Dezember 2023 Folgendes berichtet. Die CDU-Landtagsfraktion will Notlagenkredite unter Berufung auf die Corona-Pandemie nur noch für das Jahr 2024 mittragen, danach nicht mehr. Das kündigte CDU-Fraktionschef Guido Heuer an. Zitat Ende. In dem Artikel wird Heuer wie folgt zitiert: Ob neue Notlagen kommen, Kriege oder eine andere Pandemie, wissen wir nicht. Bleibt die Situation wie heute, sehe ich keine Notlage für 2025. Zitat Ende. Nun also eine Kehrtwende frei nach dem Motto: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Wie gesagt, peinlich, peinlich. Peinlich ist im Übrigen auch, dass die Koalition erst 14% der 2024 verfügbaren Corona-Mittel abrufen konnte. Mittlerweile neigt sich das Jahr dem Ende zu. Dennoch wurden von den eingeplanten 638 Millionen Euro erst 90 Millionen verwendet. Offenbar stockt der Mittelabfluss, weil man handwerklich nicht in der Lage ist, die PS auf die Straße zu bringen. Auch in diesem Umstand manifestiert sich die Unfähigkeit der Landesregierung. Wir halten fest, im Jahre 2020 wurde die Schuldenbremse in die Landesverfassung aufgenommen. Seitdem ist kein Jahr vergangen, in dem die Notlage nicht ausgerufen wurde. Nun soll diese auch für das kommende Jahr erklärt werden. Meine Damen und Herren, Sie hebeln die Schuldenbremse Jahr für Jahr aus, weil Sie nicht in der Lage sind, konservativ zu haushalten. Wer erneut für die Erklärung einer imaginären Notlage stimmt, versündigt sich an zukünftigen Generationen. Darum werden wir eine namentliche Abstimmung beantragen. Fest steht, die AfD-Fraktion wird diesen fortgesetzten Verfassungsbruch nicht mittragen. Wir werden die Erklärung einer Notlage ablehnen. Die Unfähigkeit der Landesregierung zur Haushaltskonsolidierung manifestiert sich auch in der fortgesetzten Steuergeldvergeudung. In den kommenden Jahren sollen erneut hunderte Millionen Euro für die Asyl- und Integrationsindustrie verschwendet werden. Mit diesen Geldern sollen illegale Zuwanderer aus fremden Kulturkreisen alimentiert werden. Nun hat mich der Kollege Ruhland während der letzten Landtagssitzung streng gerügt. Er rügte unter dem Beifall der Linken und der Grünen das folgende Vergehen. Ich hatte mich zum wiederholten Maße erfrecht, das Problem der illegalen Masseneinwanderung hier im Hohen Haus anzusprechen. Herr Ruhland, heute steht allerdings kein reuiger Sünder vor Ihnen, ganz im Gegenteil, und ich werde Ihnen auch erklären, weshalb. Ich kann ja durchaus nachvollziehen, dass Sie die Realität nicht hören wollen. Schließlich hat Ihre Partei in dieser Frage schwere Schuld auf sich geladen. Das ist ja so. Dennoch werden wir den Finger weiter in die migrationspolitische Wunde legen, und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, weil die Bürger im Land uns genau dafür gewählt haben. Zweitens, weil Ihr migrationspolitisches Versagen die Bürger umtreibt und wütend macht. Und drittens, weil Sie damit die Zukunft unseres Landes gefährden. Dazu folgender migrationspolitischer Faktencheck. Erstens, illegale Zuwanderer sind per Saldo keine Nettosteuerbeitragszahler, stattdessen sind sie im Regelfall Sozialleistungsempfänger.
Zweitens, bei illegalen Zuwanderern handelt es sich nicht um Fachkräfte, stattdessen handelt es sich um Fachkräftemangelverursacher. Schließlich steigt durch ihren illegalen Aufenthalt der Bedarf an Fachkräften wie Polizeibeamten, Staatsanwälten, Richtern, Erziehern, Lehrern, Sozialarbeitern, Ärzten und Krankenschwestern. Drittens, illegale Zuwanderer sind Wohnungsmangelverursacher. Schließlich steigt durch ihren illegalen Aufenthalt der Bedarf an Wohnraum und damit auch die Mietpreise. Dazu titelte die Welt im September 2024, Deutschlands Wohnungsnot hat sehr wohl mit Migration zu tun. Zitat Ende. Viertens bringen illegale Zuwanderer die Kommunen im Land personell und finanziell an die Belastungsgrenze, Beispiel Ausländerbehörde Magdeburg. Im Jahre 2015, also vor Beginn der kulturfremden Völkerwanderung nach Deutschland, arbeiteten in der Magdeburger Ausländerbehörde lediglich 31 Personen. Seitdem hat sich ein dramatischer Stellenzuwachs vollzogen. Mittlerweile arbeiten dort 96 Personen, Tendenz weiter steigend. Folgerichtig sind dort die Personalkosten explodiert. In diesem Jahr musste in Magdeburg auch wegen der explodierenden Migrationskosten erneut eine Ausgabesperre verhängt werden. Schöne neue Welt. Fünftens, aufgrund der illegalen Masseneinwanderung kommt es, Stichwort Mannheim, Solingen, Wolmirstedt, zu einem Verfall der inneren Sicherheit. Aus diesen Gründen müssen sechstens illegale Zuwanderer abgeschoben werden, und zwar sofort. In diesem Kontext berichtete die Welt im September 2024, also nach Mannheim, Solingen und Wolmirstedt, ich zitiere, zugleich sinkt die Zahl der Abschiebehaftplätze und das, obwohl Bund und Länder eine Rückführungsoffensive versprochen haben, Zitat Ende. Wir halten fest, eine Abschiebeoffensive, die ihren Namen verdient, wird es nur mit der AfD geben. Wenn wir regieren, und das ist nur eine Frage der Zeit, dann werden wir zahlreiche Abschiebehaftplätze schaffen. Wir werden die zentrale Aufnahmestelle in Stendal in eine Abschiebehaftanstalt umwandeln. Außerdem werden wir den Rotstift bei den Ausgaben für die Asyl- und Integrationsindustrie ansetzen. Doch nicht nur dort. Auch in anderen Bereichen werden wir Mittelkürzungen beantragen, zum Beispiel bei der Klima-, Energie- und Verkehrspolitik. Laut Haushaltsplan soll in den kommenden Jahren massiv in die sogenannte Klima-, Energie- und Mobilitätswende investiert werden. Zunächst einige Anmerkungen zur Mobilitätswende. Deren Scheitern zeigt sich bereits daran, dass auf Deutschlands Straßen mehr Autos unterwegs sind als je zuvor. Mittlerweile sind es 49,3 Millionen Pkw. Außerdem ist die Fahrzeugdichte auf 580 Autos pro 1.000 Einwohner gestiegen. Währenddessen ist die Zahl zugelassener E-Autos zwischen Januar und August 2024 um 32% gesunken. Im August brach der Absatz von E-Autos im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar um 69% ein. Ebenfalls im August befasste sich die Tagesschau mit der Frage, wie steht es um die E-Auto-Offensive? Die Antwort, sie entwickelt sich zu einem Rohrkrepierer. Diese Entwicklung kommentiert die Welt wie folgt. Die Moralisierung der Mobilität ist gescheitert. E-Autos sind bei den Deutschen unbeliebter denn je. Zitat Ende. Dieser Umstand hält die Landesregierung jedoch nicht davon ab, in den kommenden Jahren weiter in E-Mobilität zu investieren. Außerdem berichtet die Welt, ich zitiere, die grüne Utopie von der Komplettabschaffung des Autos hat sich schnell erledigt. Nicht wahr, Frau Eisenreich? Die Linksfraktion fordert übrigens nicht nur die Abschaffung von Autos, sie fordert außerdem, dass im Haushalt mehr Geld für die Sanierung von Bahngleisen eingestellt werden soll. Bei dieser Forderung von Seiten der Linken denke ich allerdings vor allem an eines, nämlich an das politische Abstellgleis. So viel zum Thema Mobilitätswende, nun zur ebenfalls scheiternden Energiewende. Im Interview mit der Welt bezeichnet der Klimaökonom Joachim Weimann, der bis zum Jahr 2024 an der Universität Magdeburg lehrte, die Energiewende als teuer, aber wirkungslos. Außerdem weist er darauf hin, dass Deutschland als einziges Industrieland komplett auf Wind- und Solarenergie setzt und stellt zutreffend fest, ich zitiere, wir erleben jetzt hautnah, wie Klimapolitik die Basis unseres Wohlstands bedroht. Zitat Ende. Darum werden wir bei den geplanten Ausgaben für Energie- und Klimawahnsinn die Streichung von Finanzmitteln beantragen. Werfen wir abschließend noch einen Blick auf die wirtschaftliche Lage, in der sich die kommenden Haushaltsverhandlungen abspielen.
Aufgrund falscher politischer Weichenstellungen befinden sich Deutschland und Sachsen-Anhalt in einem wirtschaftlichen Sinkflug. Dieser Umstand lässt sich beim Blick auf die gängigen Wirtschaftsindikatoren unschwer erkennen. Im vergangenen Jahr schrumpfte die deutsche Wirtschaft um 0,3%. Im laufenden Jahr rechnet die Ampelkoalition mit einem Minus in Höhe von 0,2%. Die führenden Wirtschaftsinstitute gelangen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose zu einem ähnlichen Ergebnis. Diese Prognose dient als Grundlage für Steuerschätzungen. Darum werden die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung die finanziellen Spielräume bei den Haushaltsverhandlungen womöglich weiter einschränken, jedenfalls ohne Schuldennahme. Der Konsumklimaindex liegt aktuell bei minus 21,2 Punkten. Die Bürger reduzieren ihren Konsum und sparen für schlechtere Zeiten. Im vergangenen Monat fiel der Geschäftsklimaindex zum vierten Mal in Folge. Das eingetrübte Geschäftsklima führt zu rückläufigen Investitionen bei einem gleichzeitigen Anstieg der Sparneigungen. Außerdem lag die Zahl der Firmenpleiten im dritten Quartal 2024 mit 3.991 Insolvenzen so hoch wie seit 14 Jahren nicht mehr. Wirtschaftsexperten rechnen mit einem weiteren Anstieg. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wird die Arbeitslosigkeit im Jahr 2025 in allen Bundesländern steigen. In Deutschland wird die Arbeitslosigkeit bei 6% liegen, in Ostdeutschland werden es sogar 7,7% sein. Der stärkste Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung wird in Thüringen und in Sachsen-Anhalt erwartet. Guten Morgen, liebe Landesregierung. Wir halten fest, Deutschland und Sachsen-Anhalt befinden sich in einer dramatischen Abwärtsspirale. Der vorliegende Haushaltsentwurf lässt keine Besserung erwarten. Laut einer im Juni 2024 veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag des Deutschen Beamtenbundes halten 70% der Deutschen diesen Staat für überfordert. In Ostdeutschland sind es sogar 77%. Die Gründe für den Autoritätsverlust des Staates liegen laut Umfrage vor allem in der verfehlten Bildungs-, Sicherheits- und Zuwanderungspolitik. Mit Bezug auf die verfehlte Migrationspolitik schreibt die Welt, diese selbstverschuldete politische Krise wird allmählich staatsgefährdend. Zitat Ende. Für die Beendigung dieser staatsgefährdenden Krise braucht es eine alternative Politik im Bund und in den Ländern. Darum wird die AfD-Fraktion im Zuge der Haushaltsverhandlungen in gewohnter Manier den allseits beliebten alternativen Haushalt einbringen. Darin werden wir zielgenaue Kürzungen, vor allem in den Bereichen Asyl und Integration, Energie- und Klimawahnsinn sowie Gender Mainstreaming und Kampf gegen Rechts beantragen. Mit den eingesparten Finanzmitteln werden wir Maßnahmen zum Wohle der einheimischen Bevölkerung finanzieren. Ich lade Sie herzlich dazu ein, in diesem bunten Potpourri unserer Änderungsanträge zu stöbern und wünsche dabei eine anregende Lektüre. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus